Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es zum Furiosa, a Mad Max Saga. Und das ist sozusagen das Prequel zu den Mad Max Filmen von vor 9 Jahren. Storytechnisch geht es um die namensgebende Furiosa, gespielt damals von Charlize Theron. Hier haben wir als jüngere Version Anya Taylor-Joy, die man, muss man auch sagen, gar nicht so als Anya Taylor-Joy erkennt. Und das fand ich ganz gut, dass sie so ein bisschen wandelbar ist, weil die sonst sehr oft ja ähnliche Rollen spielt. Und hier ist es ein bisschen anders. Auf jeden Fall geht es darum, wie sie aus ihrer Heimat sozusagen entführt wird und dabei auf Dementis und später dann eben auch auf Immortan Joe das erste Mal trifft. Das ist so die Grundstory. Man muss sagen, es ist wirklich Action am laufenden Band. Also so wirklich tiefgehende Sachen gibt es hier nicht. Das hatte ja Mad Max teilweise noch mit drin, dass es hier sehr rar gesät. Insgesamt macht er aber die Action relativ gut. Sie ist unterhaltsam, wenn man dabei aber auch leider sagen muss, dass das CGI wirklich nicht gut aussieht. Man sieht immer, was ist echt, was ist CGI. Und dabei sieht man halt leider auch die ganze Zeit, dass das CGI nicht ganz scharf ist, ein bisschen unschärfer als der Rest, weil das Ganze halt mit einer sehr, sehr hochauflösenden Kamera gedreht wurde und sieht dementsprechend halt das Bild der Menschen knackescharf aus, aber der Rest halt nicht so wirklich. Und dementsprechend ist das so ein Bruch in der Optik, muss man dann schon fast sagen. Weil die Action ist eigentlich ganz gut inszeniert und auch die Szenen, die echt gedreht wurden, die machen Spaß zuzugucken, aber hinten raus wird es mir dann zu CGI-lastig und es sieht einfach leider nicht mehr gut aus. Natürlich haben die auch im ersten Teil sehr, sehr viel CGI verwendet. Das sieht man aber nicht, aber weil sie die meisten wirklich Szenen mit den Fahrzeugen alles in echt gedreht haben. Und George Miller hat da einfach mit dem ersten Teil ein Riesenbrett abgeliefert, was optisch einfach mega gut aussah. Das haben wir hier leider nicht. Und man muss auch sagen, der Film ist gut eine halbe Stunde zu lang. Ein Kampf nach dem anderen oder eine Actionszene nach dem anderen, die sich alle so mit der Zeit man sich ein bisschen satt gesehen hat dran. Und das ist leider super schade, weil die Geschichte nicht wirklich viel hergibt. Man hat viele Figuren, die neu dabei sind. Chris Hemsworth ist auch als Dementis ganz okay, aber auch nicht überragend. Anya Taylor-Joy als Furiosa fand ich noch okay, aber vor allem auch die kleine Furiosa, gespielt von Alila Brown, die macht einen guten Job, die ist überzeugend, die hat mir gut gefallen insgesamt. Der Film ist in Ordnung, für zu Hause vielleicht eher jetzt was als im Kino. Im Kino wäre ich, glaube ich, sehr enttäuscht gewesen, weil der halt leider optisch nicht so toll aussieht. Und das merkt man halt im Kino noch deutlich stärker als jetzt vielleicht zu Hause, was die CGI-Effekte angeht. Und dementsprechend ist okay, kann man sich anschauen. Leider nicht überragend geworden. Ich hätte ihm 3 von 5 Punkten sowohl zu Hause als auch im Kino gegeben. Dementsprechend, das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf den Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!